Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu Novigrad in The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind immer noch hier, ja, ihr habt richtig gesehen. Und wir widmen uns mal dem Auftrag, ein flüchtiger Dieb. Dafür müssen wir zum... Sorry, ich will dich nicht bumpen. Müssen wir auf den Marktplatz gehen, und zwar bei Tag. Tag haben wir bereits erfüllt. Und auf dem Marktplatz sind wir somit. Und deswegen werden wir jetzt einfach mal hier rumfragen, nämlich bei einem gewissen Silvester Amello, was der denn so weiß zu diesen diebischen Anschuldigungen, die er hier an die Pinnwand geschraubt hat. Plötzlich, lass dich mal bei deinesgleichen. Ich hoffe, ihr habt Spaß und du trinkst ein bisschen was. Und jetzt gucken wir doch mal, was wir hier alles so... Mahlzeit. Hey, ich will hier rein. Hey, keinen Stress machen. Keinen Stress machen, Junge. Okay. Hier haben wir, glaube ich, noch einen Händler irgendwo. Nicht drängeln. Der hier. Die besten Vorräte in ganz Novigrad. Echt? Nicht drängeln. Es reicht für alle. Es drängelt doch gar keiner. Sehr gut. Manieren haben immer Vorrang. Alles klar. Okay. Zeig doch mal. So. Ich habe einen Haufen Zeug zum Verkaufen. Jetzt sehe ich es gerade. Alles weg damit. Oh, das wird ein ordentliches... Ich habe ja einen neuen Rennsattel. Wo habe ich den denn her? Zum Geier. Ach komm, Kinder, soll ich das Greifenstahlschwert verkaufen? Ich meine, ich habe es geschmiedet. Ist ja alles okay, oder? Zack. Das muss weg, das Zeug. Und wie das halt alles wegkommt. Der hat aber auch eine Menge Kohle hier. Guck ich das an. Oh, und da verließen sie ihn. Jetzt wollte ich ihn gerade loben. Okay, das soll es dann auch schon gewesen sein. Wow, den Sattel muss ich dann gleich ausrüsten. Da muss ich dran denken. Hat er sonst irgendwas? Ne, der hat überhaupt nichts, was mich interessiert, ne? Okay, Digga. Wenigstens hast du mir ein bisschen Gold verschafft. Bis dann. Schlumpili Flumpili. So, und dann sind wir auch schon soweit. Dann gucken wir mal, wo steht jetzt der Typ? Hier steht jetzt der Typ. Komm her! Kommt alle her! Du bist der Typ. Sorry. Sei gegrüßt, Meister. Okay, und wie kann ich dir helfen? Ich bin wegen des Auftrags hier. Habt ihr wirklich ein Koboldproblem? Oder war das ein Fehlerteufelchen in der Anzeige? Spaße nicht, Meister Hexer. Ich weiß, dass diese Kreatur nur im Märchen existieren dürfte. Aber ich habe eine mit eigenen Augen gesehen, als sie mich bestohlen hat. Aha. Und was hat er gestohlen? Was hat er dir geklaut? Einmal Brot, einmal einen Fisch, dann Äpfel. Mag nicht viel sein, aber unterm Strich leidet das Geschäft. Und ich bin nicht der Einzige, der belästigt wird. Er hat fast schon jeden Stand auf dem Platz bestohlen. Warum meldest nur du dich dann? Na schön. Wie sieht der Kobold denn aus? Wie eine fiese, fette Katze. Aber eine sehr große Katze. So groß, siehst du? Und sie läuft auf den Hinterpfoten. Also... Wirst du ihm eine Lehre mit dem Silberschwert erteilen? Eine große Katze, die auf den Hinterpfoten läuft. Boah. Wenn du ordentlich zahlst, kümmere ich mich darum. Die Nachfrage nach Hexern ist groß, das Angebot nicht. Ich kann mir die Aufträge derzeit aussuchen. Okay, was kannst du denn dafür zahlen, wenn ich mir die Aufträge aussuchen kann? Ein bisschen viel, aber wir finden einen Kompromiss. Wir finden einen Kompromiss? Wir essen mit... hier. Gut verhandelt, Meister. Na schön. Abgemacht. Wunderbar, dass wir uns verstehen. Entspann dich. Ich helfe dir. Kleine Geschäfte sind die Basis einer gesunden Wirtschaft. Und so weiter und so fort. Danke, Meister Hexer. Ich weiß nicht, ob es nützlich ist, aber vor kurzem sprang der Dieb über diese Mauer und lief in einen Durchgang. Das ist das Letzte, was ich von ihm und ein paar Waren gesehen habe. Über diese Mauer und lief in einen Durchgang. Na, dann werden wir uns doch mal umgucken, ob wir den Tölpel finden, ne? Okay, also. Wenn die hier nicht alle so vor sich hinschleichen würden, hätten wir wahrscheinlich auch ein relativ einfaches Spiel. Der predigt stumm, seht ihr das? Die tun bloß so. Kann man hier sonst noch irgendwas finden? Moment mal. Warum wird mir denn hier... Ah, so ist das also. Der Händler hatte recht. Sieht wirklich wie eine Riesenkatze aus. Ja, aber kein Wunder, dass die Katze zum Fischstand geht. Dann ist es anscheinend wirklich eine Katze. Gucken wir mal, ob wir hier... Na komm.
Bist du hier reingelaufen? Hm? Na komm. Ja, shit! Okay, hat man dich trotzdem hier irgendwo hochklettern sehen? Hast du irgendwelche Spuren hinterlassen, komische Katze? Ah, guck mal an. Da haben wir es doch. Direkt über die Wasserstelle. Aha. Pferd. 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 Du garstiges Pferd. Du ekelhaftes, garstiges Pferd. Okay, hier vorne ist er langgelaufen. Immer am Rand, nämlich nicht hübscher. Das ist schon sehr befremdlich. Wirklich? Was ist hier? Der Kobold hat wohl etwas von seiner Beute verloren. Hm. Hoffentlich noch mehr, dann kann ich dem ganzen Zeug. Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Brotkrumen, schaut's euch an. Er kann also auch auf Wände klettern und an Wänden laufen vielmehr. Guckt euch an. Er ist in den Graben gefallen. Hier endet die Spur. Okay, dann fallen wir halt auch in den Graben. So. Hoch damit. Machen Sie es nichts draus, Ladies. Ich bin Hexer. Ich darf aus dem Wasser kommen und aussehen wie der Hero, der sich saumäßig konzentriert. Wow, das wollte ich jetzt nicht. Okay, weiter der Spur nach. Ah! Sperrangel weit offen. Hier hören die Pfotenabdrücke auf. Stattdessen fangen Stiefelabdrücke an. Die Mieze trägt Stiefel? Nee, anscheinend nicht. Aber da kann sich wohl ein Typ verwandeln, ha? Kann das sein? Ungeachtet dessen, wir räumen erstmal seine Wohnung aus. Ich glaube, das ist seine Wohnung. Warte mal. Okay, hinten noch. Ein Brief? Sowas. Unser Kobold ist es lesenskundig, wenn nicht gar gebildet. Oh, da haben wir sogar einen Brief gefunden. Kann man den lesen? Huch, hier, Brief. Kurzer Brief. Jan, bitte, hör sofort mit diesem Unsinn auf. Es mag dich überraschen, aber eine Riesenkatze bleibt den Leuten im Gedächtnis. Warum willst du nicht eine andere Form, die sicherer ist, wie ich? Ich laufe jetzt seit 3 Tagen als Bettler rum und niemand hat den geringsten Verdacht geschöpft. Und die Einkünfte! Du bräuchtest nichts mehr zu stehlen. Also, wie sieht es aus? Wenn du dich dafür entscheidest, lege ich beim Bettlerkönig ein gutes Wort für dich ein. Bis zum nächsten Brief. Louis. PS, verbrenn diesen Brief, sobald du ihn gelesen hast, ja? PPS, ja, ich weiß, ich bin paranoid, aber tu mir den Gefallen und verbrenne ihn. PPPS, wenn ich diesen Brief bei meinem nächsten Besuch bei dir finde, schuldest du mir ein Bier. Tja, er wird ihn nicht finden, aber... Ein Doppler, das erklärt vieles und macht die Sache kompliziert. Ich brauche eine gute Spur, um ihn zu finden. Also schon wieder ein Doppler. Wir haben ja am Anfang die Hinrichtung von einem Doppler beobachtet. Okay, finde mit Hilfe deiner Hexensinne eine Möglichkeit, den Doppler zu verfolgen. Wir gucken uns einfach mal im oberen Stockwerk um. Und wir haben einen Bestiariumseintrag von Kobolden. Das ist natürlich cool. Warte mal. Relikte, Vampire, ne? Da ist Kobold dabei. Doppler, da ist er erstmal. Doppler. Dein Paket? Das hat dein Bruder abgeholt, weißt du? Ihr zwei. Was? Weißt du, ihr zwei seht ja fast identisch aus. Oh, Tippfehler. Hey, wo willst du denn hin? Hanne Kluge, Postmeisterin. Doppler, auch als Wechsling oder Wandler bekannt, sind Wesen, die jede beliebige Menschen- oder Tierform annehmen können. Diese Verwandlung ist nicht nur eine einfache Illusion, die auf einem einfachen Zauber zu brechen ist, sondern eine authentische und vollständige Metamorphose. Dies bedeutet, dass kein Schutzamulett oder Hexenmedaillon die Anwesenheit eines Dopplers anzeigen, sie strahlen des... Ach so, anzeigen. Sie strahlen deshalb... Was? Sie strahlen dieselbe Aura wie das Wesen aus, dessen Form sie angenommen haben. Dies würde Doppler in Verbindung mit ihrem unglaublichen Verstand und ihrer großen Schleue zu den besten Meuchelmördern oder Dieben machen. Hätte Mutter Natur ihnen nicht ein edelmütiges oder zurückhaltendes Gemüt vermacht, das sie Blutvergießen um jeden Preis vermeiden lässt. Aha. Kobold. Der Kobold, der die Händler von Novigrad gehetzt hat, erwies sich als Doppler. Diese Monster gehen Konfrontationen meist aus dem Weg und das ist auch gut so, denn wenn sie in die Enge getrieben werden, sind sie äußerst gefährlich. Ein Kampf gegen sie wird schnell zu einem Kampf gegen einen selbst, genauer gesagt gegen ein Spiegelbild, das über die eigenen Stärken und Fähigkeiten verfügt. Ein Konflikt mit solch gleichen Voraussetzungen entscheidet das Glück oder das Schicksal. Okay, Reliktöl müssten wir da auf unsere Waffe tun. Das werde ich dann vorbereitenderweise auch gleich mal tun, falls wir auf den Typen treffen. Und ich glaube, wir treffen auf jeden Fall auf den Typen. Habe ich Reliktöl überhaupt? Geisteröl, Bestienöl, Nekrophagenöl. Mimi, Konstruktöl, Gift der Henken. Okay, wartet mal. Eigentlich müsste ich doch in der Lage sein,
Reliktöl zu machen. Relikt, Relikt. Ich habe nicht mal ein Dingsbums für Reliktöl. Das ist ja ekelhaft. Okay, vielleicht finde ich ja noch einen Bauplan hier in der Wohnung zufällig. Die müssen sich ja auch für irgendwas schützen. Kandelaber. Irgendwelche... Ah ja, da liegt noch ein Indiz rum. Was haben wir hier? Meteoritenerz. Mensch, ihr habt so viele tolle, nützliche Sachen bei euch rumliegen. Mittlerweile lohnt sich... ein neues Büchlein. Lohnt sich Looten sogar viel mehr von fremden Wohnungen. Die wilde Jagd. Seien es Bauern und Hirten, Milchmädchen und Hebammen, alle gewöhnlichen Leute auf dem Festland flüstern einander Geschichten von einer geisterhaften Prozession am Himmel zu. Sie nennen sie die wilde Jagd. Wo immer sie gesichtet wird, ziehen schwere Stürme auf und es wird kalt. Schneetreiben setzt ein. Mag die Sonne davor noch so gestrahlt haben. Einige erinnern sich vom Schock der Begegnung nur noch an die Kälte und behaupten, die Reiter kämen nur im Winter, doch das ist nicht der Fall. Die Jagd bringt ihre eigene Kälte mit. Krieg und Tod folgen ihr nach, so heißt es jedenfalls, doch die Jagd selbst ist böse genug. Sie entführt Menschen, meistens junge, in der Blüte ihrer wilden Jahre, die 10 bis 20 Lenze zählen. Die Jagd stürzt hierbei und die Menschen verschwinden, um lange Jahre darauf zurückzukehren, ohne Erinnerung an das, was in der Zwischenzeit geschehen ist. Ah, okay, also wenn die von der wilden Jagd entführt werden, kommen sie irgendwann wieder zurück, aber wissen nichts mehr. Ich bin ja mal gespannt, wenn wir Ciri irgendwann finden, sollten wir sie irgendwann finden, wenn die sich dann nicht an uns erinnert oder an das, was passiert ist, wissen wir auf jeden Fall, dass die auch von der wilden Jagd entführt worden ist. Wissen... Was? Was für ein Ding? Was wird aus Temerien? Temerien. Ein Land, in dem einst Milch und Honig flossen. Womit hat es die Götter so verärgert, dass es so bestraft wurde? Für einige ist Temerien die Perle des Nordens, für andere wiederum eine Galoppstrecke der nilfgaardischen Kavallerie. Ein Land, das zwei Kriege gegen das Kaiserreich überstanden hat. Dort fanden die blutigsten Schlachten statt. In Temerien wurden die schlimmsten Verbrechen begangen. Es war die temerische Bevölkerung, die den größten Teil der Kriegsschrecken ertragen musste. Und wir haben sie ertragen. Mutig und unerschrocken bis zum Tode unseres großen Beschützers, König Foltest. Dann wendete das Schicksal sein Gesicht von Temerien ab. Foltest wurde hinterrücks ermordet und hinterließ Temerien keinen würdigen Nachfolger. Und Temerien wurde von allen möglichen Kötern wie ein Stück Aas zerfleischt. Das Land hatte keine Verbündeten mehr. Niemand erinnerte sich, dass wir einst der Schutzschild des Nordens und vor dem verrückten Tänzer waren, der die Grabsteine seiner Feinde in den Boden eines Ballsaals hämmern ließ. Jetzt gibt es kein freies und unabhängiges Temerien mehr. Eine Sonne mit dunklem Gesicht ragt über jedem Bollwerk auf, und doch gibt es noch Temeria. Und es wird sie auch immer geben. Solange die Leute den Glauben nicht verloren haben, muss der Thronräuber, der unsere geliebte Hauptstadt Vizima eingenommen hat und sie wie sein Eigentum behandelt, ängstlich über die Schulter blicken, denn in den Schatten lauert nicht nur ein Dolch, sondern die Macht eines ganzen Volkes mit Dolchen, das nur darauf wartet, ihn den Stoß der Gerechtigkeit zu versetzen. Geil geschrieben. Halleluja. Und jetzt fällt mir ein, wir haben doch vorhin noch ein schönes Buch gefunden, nämlich Die Perle des Nordens Novigrad. Und ich habe es nie gelesen. Das müssen wir jetzt natürlich noch nachholen. Perlen des Nordens Novigrad. Niemand kann behaupten, die nördlichen Königreiche bereist zu haben, wenn er nicht in Novigrad gewesen ist. Wenn ich aufzählen müsste, was mich auf meinen vielen Reisen am tiefsten beeindruckt hat, wäre es genau diese große und doch gleichzeitig freie Stadt. Eine Großstadt, die des Kaiserreichs würdig ist, nur dass die Zivilisation Nilfgaards dies noch nicht erkannt hat. Aus diesem Grund leben Scharen von reaktionären Anhängern des ewigen Feuers in diesen wunderbaren Bauten und inmitten dieser einmaligen Infrastruktur für den Handel. Man hat das Gefühl, dass die Macht, die der dortige Hierarch und seine Tempelwache über die Stadtbewohner ausüben, auf Aberglaube beruht, und dort gilt es, über viele Leute zu herrschen, denn die Stadt verfügt über nicht weniger als 30.000 Einwohner. Wenn man durch die großartigen Hafen schlendert, der von prächtigen architektonischen Bauwerken umgeben ist, dann ist es nur schwer vorstellbar, dass Novigrad vor Jahrhunderten lediglich eine kleine Elfensiedlung war. Als die Stadt in die Hände der Nordlinge fiel, nahmen die Probleme stark zu, denn bekannterweise sind die Leute aus dem Norden zu vielem fähig, aber Frieden und geordnetes Zusammenleben gehören nun einmal nicht dazu. Und so gehörte Novigrad zuerst zu Redanien, fiel dann unter temerische Herrschaft und wurde dann nach unzähligen Kompromissen und Verhandlungen schließlich zu einer freien Stadt. Aber ist diese Stadt wirklich frei?
Ich wage es zu bezweifeln. Der Einfluss Redaniens ist zu sehr an jeder Straßenecke zu spüren und die Tatsache, dass sich die Stadt auf Radowitz Gebiet befindet, spricht für sich selbst. Bei meinen Streifzügen durch die Stadt kam ich an 4 Wassermühlen, 8 Banken und nahezu 19 Pfandhäusern vorbei. Es gibt auch sehr viele Häuser für die einfachen Freuden, wie etwa Tavernen und Bordelle, und Novigrads Hingabe zum Glauben wird in den 19, das stimmt wirklich, Tempeln, die dem ewigen Feuer gewidmet sind, offensichtlich. Was soll ich noch weiter sagen? Meiner Meinung nach hat Novigrad alles, um die Hauptstadt der Welt zu sein. Und vielleicht wird sie es eines Tages auch. Zuvor muss allerdings innerhalb der Mauern der Stadt für Ordnung gesorgt werden. Ja, da haben wir das auch gelesen. Und so hat die Stadt, in der wir uns hier die ganze Zeit schon aufhalten, noch ein bisschen mehr Charakter gekriegt. Und hier haben wir einen Hinweis. Kleidung des Dopplers. Eine Frauenbluse, ein Männerhemd, Kinderschuhe, aber nur ein Bett. Lavendel. Starker Duft. Genug, um ihn aufzuspüren. Oh ja, leider doof. Lavendel heißt, die derzeitige Form des Dopplers muss wohl eine Frau sein? Weil warum sollte sich ein Mann mit Lavendel einsprühen? Wir werden es rausfinden. Na, wo sind wir denn hingegangen, junger Freund? Hat hier irgendjemand einen Doppler gesehen? Zufällig? Meine Knochen tun wieder weh. Echt? Das ist natürlich ärgerlich, ne? Wow, ist das hier Milch? Das ist Milch, Sahne? Was ist das? Oder wird hier einfach gewaschen? Keine Ahnung. Da ist wieder die Duftspur. Ist immer lustig, wie die da manchmal komplett verschwindet. Und man muss sich echt so ein bisschen konzentrieren und aufs Bild stieren, um sie dann wiederzufinden. Ich hatte am meisten stört. Ich hatte auch einen Leib Brot, aber ich habe ihn fallen lassen und wollte nicht umkehren. Die Stufen sind zu hoch. Die Stühle zu schmal. Die Bierhumpen zu klein. Und die Weiber zu groß. Und wenn ich auf der Straße gehe, glotze ich immer jemandem auf den Arsch. Das stört mich gar nicht so. Das stört mich gar nicht so. Okay, wir sind hier übrigens im Kleidungsfärberviertel, deswegen hier auch diese Tröge von Farbe, die ihr hier seht. Und hier diese ganzen Racks und die ganzen Farbflecke überall. Hier werden Stoffe bemalt für die Kleidung, die die Novigrader dann haben. Finde ich jetzt persönlich sehr interessant. Da ist schon wieder eine neue Quest aufgegangen. Ich liebe es einfach. Und hier, die Tempelwache scheint unser Doppler zu sein, oder? Seltener Anblick. So ein Elf und eine Wache des ewigen Feuers beim Schwätzchen. Schwätzchen? Nichts ist weniger wahr. Dieser Rassist hier hat verlangt, mich zu durchsuchen. Grundlos. Du bist ein Anderling. Noch einen Grund habe ich nicht gebraucht. Sei froh, dass ich nichts gefunden habe. Jetzt verpiss dich in den Wald und spiel Flöte. Es war doch getürkt. Das war eine miserable Darbietung. Du solltest den Beruf wechseln. Strauchdieb vielleicht? Du wagst es, einen Beamten im Dienst zu beleidigen? Ich gebe dir einen Rat, Mutant. Du musst gerade reden. Ich weiß, dass du ein Doppler bist. Und ein Kleptomane. Die Händler haben einen Auftrag auf mich ausgeschrieben? Immer die gleiche Scheiße. Okay, dann verfolgen wir ihn halt jetzt. Hey, warte! Digga, komm her. Ich hab dich doch. Willst du wirklich einen wütenden Hexer sehen? Willst du? Oh. Verdammt, ich sehe alt aus. Ha! Wie geil! Wow! Bitte aufhören, ich ergebe mich. Du kannst vielleicht wie ein Hexer aussehen, aber wie einer kämpfen kannst du nicht. Sehr aber geil gemacht. Aber wenn ich in deine Haut schlüpfe, merke ich, was du für jemand bist, was du fühlst. Ich töte sie nicht, das stimmt. Aber meine Regeln gelten nicht für jeden und nicht jeder hat mein Gewissen. Also geh woanders klauen, am besten weit weg von Novigrad. Die goldenen Zeiten für Doppler sind hier schon eine Weile vorbei. Ich weiß. Aber ich dachte, mich kriegen sie nicht. Ich dachte, ich wäre zu schlau. Geschieht mir recht. Vielleicht lerne ich es so. Zeit, weit weg zu gehen. Aber zuerst nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Leb wohl, Hexer. Das ist unser Ziel und sogar noch belohnt am Schluss. Wann hast du dir zuletzt die Haare gewaschen? Stell mir nochmal so eine doofe Frage und ich töte dich auf der Stelle.
Okay, dann haben wir auch diese Aufgabe wieder erfolgreich hinter uns gebracht. Und gnomischer Gwehir. Das ist eine neue, ein neues Waffenschema. Ja, das ist schon cool hier. Ihr seht, die stellen die Farben her, bemalen alles. Ah, das ist schon wahnsinnig stimmig. Das ist tatsächlich eine eigene, in sich funktionierende Stadt. Die haben hier an alles gedacht. Das ist eigentlich unglaublich. Aber gut, gucken wir mal, was hier los ist. Schluss. Lasst ihn in Ruhe. Oh, haben wir da einen Anderling-Versteher? Ich hasse es, mich zu wiederholen. Lasst ihn. Hey Jungs, hier ist einer scharf auf Dresche. Zeigen wir ihm, was in Novigrad mit Mutantenfreunden passiert. Okay. So schnell geht das hier mit dem Hexer. Ihr Penner. Danke, Fatgern. Wenn du nicht eingegriffen hättest, hätten sie mir die Ohren abgeschnitten, wie Fehler. Oder schlimmer. Sowas lasse ich nicht zu. Dieser Rassismus gegen Elfen und Anderlinge geht mir mächtig auf den Sack. An eurer Stelle würde ich Novigrad verlassen. Was soll man dazu sagen? Setzen dir die Anderlinge auch zu? Mir? Nein. Im ewigen Feuer, ja. Noch haben sie andere Sündenböcke, die sie verbrennen, aber bald werden sie euch holen kommen. Das glaube ich nicht. So weit würden sie nicht gehen. Ich war 1268 in Riva, während des Massakers. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Passt auf euch auf. Was meinst du damit? Was soll ich tun? Das Haus nicht verlassen, den Weg freimachen, um die Menschen vorbeizulassen? Lebt wohl. Jo, du wirst schon eine Lösung finden für dein Problem. Manu. Krass. Den habe ich es ganz schön gezeigt. Vor allen Dingen der Typ hier, der ist buchstäblich nur noch eine Blutpfütze. Aber er hat noch ein Hühnerbrötchen dabei. Sehr schön. Okay, dann rühre ich deine Frau einfach nicht an. Halt mal weiter deine Hände ins Feuer am helllichten Tag bei Sonnenschein. Muss Spaß machen. Okay, haben wir noch irgendeine Quest, die hier in der Nähe aufgegangen ist? Ach, wir müssen ja unsere Belohnung beim Marktplatz noch abholen. Natürlich, das machen wir natürlich noch. Nichts leichter und lieber als das. Oh Mist, kommen wir so überhaupt in die Stadt rein? Ja, die haben echt an alles gedacht. Hier gibt es eine Leiter hoch, um hier hinzukommen. Wir nehmen natürlich alles mit. So, eine Laterne machen wir an für den Nächsten, der Nachtdienst hat. Der hat dann gleich schon Licht. Wow, ein bisschen laggy. Patrouille gehört, Leiche ausgeweidet, Augen rausgerissen, keine Beweise. Meinst du, das schert den Kommandanten? Was? Rausgerissene Augen? Nicht. Leichen ausgeweidet? Ich glaube, da sind wir auf ein Problem gestoßen, dem wir uns noch widmen müssen, aber gut. Erstmal holen wir unsere Belohnung, so wie wir es geplant haben. Plötzlich, wie viel kannst du eigentlich saufen? Das ist ja unglaublich. Wann habe ich dich hier abgestellt? Vor 30 Minuten? Alter Sack. Oh, für wen hältst du dich eigentlich? Kackärschiger Köter. Kackärschiger Köter? Wie geil. Sei gegrüßt, Meister. Problem gelöst. Ich habe den Kobold aufs Land geschickt. Pferdemähnen verwuscheln und in die Milch pissen, wie es die Tradition verlangt. Und woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Keine Trophäe, keine Belohnung. Du gibst mir besser eine. Sonst wird dir die unsichtbare Hand des Marktes eine klatschen, dass du eine Woche lang nicht sitzen kannst. Ich gebe dir die Hälfte der vereinbarten Summe. Und ich werde nicht nochmal mit dir Geschäfte machen. Ja, gut, dann haben wir halt nur das halbe Geld gekriegt, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich fühle mich ein bisschen besser bei der ganzen Angelegenheit, denn man hat gesehen, als man mit dem Typen geredet hat, der war jetzt nicht unbedingt böse oder er hat halt einfach gedacht, er ist schlau und kann so sein Leben führen, aber so hat das halt leider nicht funktioniert. Nun gut, er war aber wie gesagt nicht böse, deswegen habe ich ihn gerne ziehen lassen und dann lebe ich halt auch mit der kleineren Belohnung. Gucken wir mal, was es mit der Quest da hinten auf sich hat. Gebote verletzen. Und die schlimmsten von allen, Hexer. Mutanten ohne Emotionen, blutrünstig wie Vampire. Du geh mir nur her.